Die zweite Haut. Jede Kultur begreift sich selbst nicht zuletzt dadurch, dass sie sich in Beziehung zur Natur setzt, die Natur als Spiegel verwendet. So werden überall und zu allen Zeiten Vergleiche mit der Tier verwendet, um menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen zu beschreiben und begreifbar zu machen. In diesem Sinn gilt vielfach der Löwe als Inbegriff an Mut und Großherzigkeit oder die Kuh als blöd, der Esel als dumm, die Krähe als frech, das Schaf als dämlich und der Fuchs als das listigste aller Lebewesen. Der Hund gilt als treu, das Schwein als fett und gescheit. Diese Instrumentalisierung der Tiere als Spiegel der menschlichen Kultur bildet ein aufschlussreiches Kapitel im Umgang der Menschen mit der Natur. Auch im antiken Griechenland werden Gottheiten oft von Tieren begleitet, die deren Macht verkörpern und verdeutlichen. Helden kämpfen gegen besonders gefährliche Tiere und führen dadurch ihre außergewöhnliche Stärke vor Augen. Hinzu kommen Gestalten, die Tierfell als Kleidung verwenden, wobei das Fell den Träger immer auch in einer bestimmten Weise charakterisiert. Nicht umsonst etwa tritt Herakles, der stärkste aller menschlichen Helden, stets mit dem Fell eines Löwen, des stärksten und mutigsten aller Tiere, auf. Oder Rustam, der einen iranischen Herkules verkörpert, trägt ein Tigerfell und hat Arme, die aus Tigerrachen ragen. Anders als Herakles können Satyren hingegen mit den Fellen ganz unterschiedlicher Tiere auftreten. Diese übermenschlichen Wesen aus dem Umkreis des Dionysos gelten als prototypische Verkörperung eines unzivilisierten, triebhaften Lebens, das in komplementärer Antithese zur zivilisierten Welt der Menschen steht. Aber ihre Wildheit kann auch dunkle, unheimliche und bedrohliche Züge annehmen. Die Vielschichtigkeit der Satyren bedeutete für die bildende Kunst eine besondere Herausforderung. Musste es doch gelingen, die Satyren gerade in ihrem schillernden Charakter überzeugend vor Augen zu führen. Ein hilfreicher Trick bestand darin, den Satyren Attribute beizugeben, die bestimmte Wesenszüge unterstreichen oder kommentieren. Besonders geeignet waren zu diesem Zweck die Felle verschiedener Tiere. Drei Felle solcher Felle wollen wir untersuchen. Nochmal. Die Vielschichtigkeit der Satyren bedeutete für die bildende Kunst eine besondere Herausforderung. Musste es doch gelingen, die Satyren gerade in ihrem schillernden Charakter überzeugend vor Augen zu führen. Ein hilfreicher Trick bestand darin, den Satyren Attribute beizugeben, die bestimmte Wesenszüge unterstreichen oder kommentieren. Besonders geeignet waren zu diesem Zweck die Felle verschiedener Tiere. Drei Felle solcher Felle wollen wir untersuchen. Nochmal. Die Vielschichtigkeit der Satyren bedeutete für die bildende Kunst eine besondere Herausforderung. Musste es doch gelingen, die Satyren gerade in ihrem schillernden Charakter überzeugend vor Augen zu führen. Ein hilfreicher Trick bestand darin, den Satyren Attribute beizugeben, die bestimmte Wesenszüge unterstreichen oder kommentieren. Besonders geeignet waren zu diesem Zweck die Felle verschiedener Tiere. Drei Felle solcher Felle wollen wir untersuchen.
Sie stecken ein breites Spektrum an Optionen ab. Am häufigsten wurde Saturn mit Pantherfellen ausgestattet. Das Pantherfell signalisiert einerseits raubtierhafte Wildheit, andererseits aber auch Exotik und Luxus. In diesem Sinn wurden Pantherfelle in Griechenland auch im menschlichen, häuslichen Bereich als kostbare Ausstattungsgegenstände verwendet. Eine der frühesten großplastischen Einzeldarstellungen eines Saturn stammt aus dem späteren 4. Jahrhundert und wird auf den Bildhauer Praxiteles zurückgeführt. Sie zeigt den jungen Saturn mit einem elegant um die Schulter drapierten Pantherfell und verleiht ihm dadurch einen Hauch von dandyhaftem Luxus. In eine ganz andere Richtung geht die berühmte Statue des sogenannten barberinischen Fauns aus dem späten 3. Jahrhundert vor Christus. Der Satyr schläft auf einem Felsen, über den er ein Fell gelegt hat. Dieses Fell wurde lange selbstverständlich als Pantherfell interpretiert. Der Vergleich mit antiken Tierdarstellungen ebenso wie mit dem realen Erscheinungsbild der betreffenden Spezies zeigt, dass es sich in Wirklichkeit um ein Wolfsfell handelt. Der Wolf aber war, anders als der Panther, in allen Ländern der Mittelmeerwelt verbreitet und auch den Griechen unmittelbar vertraut als das gefährlichste unter allen einheimischen Raubtieren. Indem der Satyr auf einem solchen Wolfsfell schläft, wird er als ein Wesen charakterisiert, das zum eigenen wilden Vergnügen Wolfe jagt und erlegt. Der Satyr wird zu einem Überwolf, eine unheimliche Konnotation, wie sie auch im weltweit verbreiteten Mythos vom Werwolf anklingt. Wieder ganz anders konnotiert ist das dritte Beispiel, ein Satyrknabe aus dem späten Hellenismus, der sich ein Ferkelfell umdrapiert hat. Das Fell verweist ebenso zweideutig wie explizit auf sexuelle Vergnügungen, denn das griechische Wort für Ferkel, koiros, dient zugleich als ordinäre Bezeichnung für das Geschlechtsorgan eines jungen Mädchens. Über die doppeldeutige Semantik von koiros erhält die scheinbar harmlose Inszenierung des versunken dastehenden kleinen Satyrknaben einen drastischen, einen zotigen Charakter. Je nach Fellart werden also bei den drei Satyrbildern sehr unterschiedliche Aspekte betont. Die Satyren schlüpfen gewissermaßen in eine zweite Haut und nehmen dadurch eine neue, überraschende Bedeutung an.